Ja, hallihallo, Hallöchen zu einem neuen Clash of Clans Let's Play. Ja, ich hatte bestimmt nicht das neue Clash of Clans Update zum Anlass genommen, hier einmal wieder ein Clash of Clans Let's Play zu machen. Ja, jedenfalls sprechen wir mal ein bisschen durch, was es denn Neues gibt. Neues, das ist doch ein interessanter Punkt. Ja, Rathaus Level 11. Ja, von einigen schon sehnsüchtig erwartet, von mir jetzt nicht so unbedingt. Denn wenn man ehrlich ist, naja, ist meine Base noch nicht einmal auf Rathaus Level 9 Niveau. Wenn man jetzt einmal von den Inferno-Türmen absieht, dann hier großer Wächter, keine Ahnung, ob es der bringt. Ich habe Rathaus Level 11 noch nicht, ich verwende nämlich keine gekauften Juwelen, so wie die ganzen Typen, die in der Weltrangliste oben sind. Zur Adlerartillerie kann ich folglich auch nichts sagen. Ja, Zauberspenden, okay. Kommen wir zur neuen Regel mit den Schilden. Und da einmal ganz dezent gefragt. Supercell, habt ihr den Arsch offen? Ganz im Ernst. Also, die neue Schildregel besagt, man kann jetzt auch angreifen. Ich muss mal wieder meine Bohrer leeren, die sind schon voll überfüllt. Man kann jetzt auch angreifen, ohne sein Schild zu verlieren. Super! Man verliert nur beim ersten Angriff, das sieht man jetzt nicht, weil ich sowieso kein Schild habe, 3 Stunden seiner Schildlaufzeit. Und beim nächsten Angriff dann 4 Stunden. Das heißt, man kann ungefähr 3 Angriffe machen und dann ist der Schild sowieso weg. Also, bringt diese Neuerung schon mal relativ wenig. Und das wäre die einzig positive Neuerung mit dem Schild gewesen. Die anderen Neuerungen sind nämlich, dass man, soweit ich das jetzt rausgelesen habe, keinen Schild mehr bekommt, wenn nur das Rathaus zerstört wird. Was Famen eigentlich schon mal ziemlich sinnlos macht. Und es kommt noch schlimmer. Famen wird jetzt sogar finanziell, also halt wenn man das Rathaus draußen stehen lässt und so farmt, wird das finanziell ziemlich scheiße, weil das Rathaus, schauen wir mal, das Rathaus Level 10 kann jetzt 1,5 Millionen beide Ressourcen aufnehmen. Ja, und 2000 Dunkles. Also, ziemlich viel, ne? Ich habe jetzt nicht so viel Gold, 1,6 Millionen, und wie viel davon sind im Rathaus? 326.000, also ich meine, wenn dann mein Rathaus zerstört wird, verliere ich ziemlich viel Geld. Das ist scheiße. Was gibt's sonst noch für Neuerungen? Ja, neue Goldlager halt. Ist aber auch alles erst ab Rathaus Level 11. Ja, jedenfalls, wie ich finde, ein Update mit Neuerungen, die ganz okay sind, wie zum Beispiel das Rathaus Level 11. Und aber einer richtigen Scheiß-Neuerung, nämlich der Tatsache, dass man nicht mehr wirklich farmen kann. Was einen praktisch zu Angriffen zwingt. Und ganz bescheiden, ich glaube zu wissen, warum Supercell das gemacht hat. Ja, ja. Und ich erzähle das sogar auch. Ich habe die geringe Vermutung, dass das daran liegen könnte, dass Supercell mehr Geld verdienen möchte. Und meines Wissens ist Supercell, also ja, mit Clash of Clans sowieso schon das, ja, hat Supercell mit Clash of Clans sowieso schon das finanziell erfolgreichste Spiel herausgebracht. Und das wollen sie jetzt noch steigern. Nämlich, indem sie diese neue Regel machen mit dem Rad, dass man das nicht mehr rausstellen kann. Denn dadurch wird man praktisch zu Angriffen gezwungen. Und zwar zu vielen Angriffen, dass man das finanziell wieder reinholen kann. Und wie greift man häufig an? Genau, indem man die Kasernen boostet. Womit? Ja, mit Juwelen natürlich. Und wie kriegt man die, wenn man nicht irgendwie plötzlich 50 Hindernisse auf seinem Grundstück hat? Ja, die muss man sich kaufen, mit Geld. Intelligent gemacht, aber es geht noch weiter. Nämlich, das Schild ist jetzt umso wichtiger, weil man es ja nicht mehr einfach so kriegt, wenn das Rathaus zerstört wird.
Ja, und wie kriegt man ein Schild? Schauen wir mal nach. Ach, sowas aber auch. Mit Juwelen. Und wie kriegt man die Juwelen? Ach ja, das haben wir schon geklärt. Mit Geld. Also, Supercell. Natürlich habt ihr mit euren Neuerungen lediglich an den Spielspaß gedacht, der dadurch gesteigert werden soll. Das habt ihr auch natürlich super hinbekommen. Ich bin richtig froh über dieses neue Update und ja, Clash of Clans kann ich jetzt eigentlich ja mit noch viel mehr Spaß genießen. Vielen Dank.